Dein Körper besteht zu ca. 3 bis 4 Kilogramm aus Kollagen, also einem Protein. Grundsätzlich läuft fast alles in deinem Körper über Proteine und Mikronährstoffe ab. In dem Interviewausschnitt aus dem Happy Aging Kongress mit Cornelia Riebel und Dr. Jan Kunde sprechen beide über die Bedeutung von Proteinen und Nährstoffen für deinen Körper und klären zusätzlich auf, von welchen Cremes du besser die Finger lässt. Die Moderatorin Cornelia Riebel ist Medizinjournalistin und Bestsellerautorin. Dr. Jan Kunde ist promovierter Biochemiker und Medizinjournalist. Neue informative Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß beim Interview. Gut, also Kollagen in Cremes bringt relativ wenig. Das gilt auch für Hyaluronsäure. Wie sieht es denn mit der inneren Einnahme aus? Ja, mein Lieblingsthema, Cornelia. Es werden ja für irres Geld, ich sage jetzt wieder, da wird Hoffnung verkauft, Kollagen-Drinks, Hyaluron-Drinks verkauft. Und wenn man sich das anschaut, unser Körper hat ungefähr 3 bis 4 Kilo Kollagen. Weil das ist ja in jedem Muskel drin, in jeder Stützfaser drin, in jedem Organ drin. Also das ist schon eine große Masse. Also und 3 bis 4 Kilo. 4 Kilo sind 4000 Gramm, die unser Körper hat. Und in so einem Drink sind 2,5 Gramm drin. Jetzt kann man sich natürlich genau überlegen, wie viel bringt das denn letztlich eigentlich? Und unser Magen hat ja die Aufgabe, das kommt noch dazu. Also ich trinke Kollagen und in unserem Magen Pepsin, Pepsinogen, da hat einfach die Aufgabe, diese ganzen Proteine in die kleinsten Bestandteile zu zerhacken, also in die Aminosäuren. Das heißt, das Kollagen, was ich trinke, das wird die Magenpassage schon gar nicht überleben, landet dann weiter unten und dann werden die Aminosäuren aufgenommen. Jetzt muss der Körper natürlich wissen, dass er daraus Kollagen wieder produzieren soll und das weiß er nicht. Also der Körper hat einen Bauplan, der hat einen bestimmten Mangel und da ist diese Proteinmenge einfach sehr gering. Ich kann aber sagen, was ich mache und damit habe ich total gute Erfahrungen gemacht. Der Körper braucht natürlich Aminosäuren, die muss man ihm auch anbieten. Und besonders nachts laufen ja die ganzen Regenerationsprozesse ab. Also da wird Wachstumshormon gebildet, was eben auch eine sehr verjüngende Wirkung hat. Es werden Schlafhormone gebildet, die uns in die Tiefschlafphase versetzen. Und gerade heutzutage sieht man immer mehr, also es ist ja auch immer mehr der Trend, vom Fleisch wegzukommen, Milchprodukte zu ersetzen. Also wir rutschen immer mehr in eine Ernährung, wo Proteine immer weniger eine Rolle spielen. Und ich bin dazu übergegangen, abends tatsächlich mal einen Eiweißshake zu trinken. Den kann man ja auch vegan, vegetarisch, je nachdem, wie man es mag. Und auch gar keinen teuren. Also da kann man durchaus in den Drogeriemarkt gehen und im unteren Regal mal gucken. Die wenig Kohlenhydrate haben, da steht immer Protein 80, Protein 90 drauf. Und ich habe mir angewöhnt, abends einfach so einen Proteinshake zu trinken. Und ich muss sagen, ich habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Erstens ist der Schlaf viel besser. Das hatten wir eingangs schon gesagt, dass der Schlaf, da laufen eben die Regenerationsprozesse ab. 7 bis 8 Stunden Schlaf sind einfach super für den Körper. Da kann er sich erholen, da kann er sich regenerieren. Und dazu unterstützen, dass wir einfach Aminosäuren anbieten, die der Körper braucht. Wir können vorher gar nicht sagen, ob er Kollagen braucht oder ob er jetzt mehr Schlafhormon bilden möchte oder Wachstumshormon oder alles. Aber einfach da eine ausreichende zur Verfügungstellung zu gewährleisten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hat auch eine gute verjüngende Wirkung. Ich meine, das kennen wir alle. Wenn wir gut geschlafen haben, sehen wir schon mal 3 Jahre jünger aus morgens. Und also natürlich auch davon, dass wir uns besser fühlen, wenn wir gut geschlafen haben. Das auch. Und dieses Wohlfühlen, du hast ja auch Happy Aging, heißt der Kongress ja. Also wenn wir uns gut fühlen und happy sind, dann haben wir einfach auch ein Strahlen in den Augen, das vielleicht auch schon von den Krähenfüßen ablenkt. Das finde ich ja sehr interessant. Ich möchte jetzt noch dazu fügen, dass Protein eben deshalb auch so wichtig ist für unseren Körper, weil alle Neurotransmitter, alle Botenstoffe, alle Enzyme bestehen aus Proteinen. Ja. Sehe ich das richtig? Das ist total richtig. Also im Grunde genommen besteht ja alles oder fast alles, selbst die Haare, die uns ja relativ tot vorkommen, bestehen aus Keratin und das ist nichts anderes als aneinandergereihte Aminosäuren. Deswegen, also wir brauchen das für alles. Und auch Haut, Haare ist so ein Thema. Wenn wir da eine
genügende Abdeckung haben mit Aminosäuren, dann wirkt sich das da auch ganz positiv aus. Ich bin immer kein großer Fan davon, sich einzelne Substanzen rauszusuchen und zu substituieren. Es gibt da ja, also es gibt unzählige Nahrungsergänzungsmittel. Ich glaube, das Einzige, was wir sagen können, ist, Vitamin D haben wir fast alle zu wenig in Deutschland. Da gibt es nur wenige, die genügend Vitamin D haben. Und je mehr Anti-Aging-Cremes ich benutze, desto weniger Vitamin D habe ich eigentlich. Ich tue Gutes, weil ich dafür sorge, dass die UV-Strahlung nicht durchkommt. Also mein Kollagengerüst wird nicht zerschossen. Andererseits halte ich natürlich die ganze UV-Strahlung draußen und die brauche ich wiederum, um Vitamin D zu produzieren. Also ich erkaufe mir da so ein bisschen den Vitamin D-Mangel, aber auch bei Männern, die keine UV-schützende Anti-Aging-Creme benutzen, ist es einfach so, dass wir scheinbar einen Vitamin D-Mangel haben. Inwieweit das jetzt eine Modeerscheinung ist, wir leben ja schon ein paar tausend Jahre, ohne dass wir Vitamin D substituieren. Muss man einfach mal gucken. Also es werden ja auch immer gerne mal Richtwerte hoch und runter gesetzt, um mehr Substanzen zu verkaufen von irgendwas. Aber ich glaube, das ist relativ gut gesichert, dass wir viel Vitamin D brauchen. Wie bin ich jetzt da hingekommen, Cornelia? Hilf mir mal. Also so drauf angesprochen, muss ich zugeben. Ja, wir haben über Proteine gesprochen und Proteine. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin da drauf gekommen. Ich habe gesagt, ich bin kein großer Fan, einfach wild irgendwas zu substituieren. Also jetzt in den Drogeriemarkt zu gehen und mir Q10-Kapseln zu kaufen oder Vitamin E oder Vitamin D, weil ich es gerade mal in der Bild der Frau gelesen habe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass vorher prüfen zu lassen einfach, weil auch ein zu viel an Vitaminen, gerade welche, die nicht wasserlöslich sind, das kann uns auch schaden. Das kann auch zu leichten Vergiftungserscheinungen führen. Und es gibt ja genügend Ärzte, das muss man natürlich selbst bezahlen. Ne? Also so ein Mikronährstoffprofil mal zu machen, bevor man anfängt zu substituieren, finde ich absolut sinnvoll. Sonst futter ich irgendwas in mich rein, was am Ende vielleicht kontraproduktiv ist. Oder ich habe das Geld zum Fenster rausgeworfen. Also das ist ja auch der Punkt. Also da kann ich lieber einmal 100 Euro in so eine Mikronährstoffanalyse investieren und dann weiß ich auch, was ich brauche. Also Mikronährstoffanalyse beim Arzt. Du hast gesagt, wasserlösliche Vitamine werden leichter ausgeschieden. Welche sind wasserlösliche Vitamine, welche sind fettlösliche Vitamine? Also sehe ich das richtig, dass fettlösliche Vitamine, eine Überdosierung ist gefährlicher als wasserlösliche? Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich alle einen Körperfettanteil haben und wenn ich die im Übermaß aufnehme, kann das sogar schädlicher als Vitamin K zum Beispiel oder Vitamin A, kennen wir ja alle, man soll irgendwie ein bisschen Fett aufnehmen, wenn man aufnimmt, Fett dazugeben, wenn wir Möhren essen, um das Vitamin A aufzunehmen. Wenn wir da zu viel haben, wird es aber eingelagert. Ist schwierig davon, durch die normale Ernährung zu viel zu erreichen. Also zu hohe Spiegel zu erreichen. Aber wenn ich natürlich jetzt anfange, Tabletten zu essen, wo das in massiver Menge drin ist, dann wird das gebunkert. Und das ist auch nicht gut. Vitamin C zum Beispiel ist wasserlöslich. Da wird einfach ganz viel dann über die Nieren ausgeschieden. Ist ja auch okay. Der Körper nimmt sich das, was er braucht. Und das, was er nicht braucht, geht wieder raus. Und da eigentlich kann man nicht zu viel Vitamin C zu sich nehmen. Das ist nur, wenn ich da 3 Esslöffel am Tag von esse, dann geht es irgendwann auf die Niere. Aber ich glaube, das wird auch kein Mensch tun, weil es auch viel zu sauer ist. Viel zu sauer, ja. Außerdem bekommt man Durchfall davon. Ja, das auch noch. Gut, aber jetzt nochmal zurück zu den Cremes. Welche Inhaltsstoffe sollten wir denn vermeiden? Naja, vermeiden ist natürlich, dass wir sämtliche Formen von synthetischen Dingen, Phthalate, die da drin sind, Mineralöle, die da drin sind und ja, einfach Substanzen, die einfach überhaupt nicht da reingehören. Dieses PEG ist auch so eine Substanz, Polyethylenglykol, das ist auch so ein Vernetzungsding. Ja, wird viel reingemacht, weil es auch eine gewisse Zähigkeit und Festigkeit der Creme gibt. Finde ich jetzt, also gehört nicht unbedingt da rein und muss nicht im Körper sein. Ich bin dazu übergegangen, eher, also jetzt nicht vegan und streng biologisch die Cremes zu nutzen, aber es gibt durchaus gut bezahlbare Cremes,
wo die Inhaltsstoffe geprüft sind, wo eben keine Mineralöle drin sind. Und die sind durchaus erschwinglich und sehr wirksam. Und also wenn man jetzt mal bei Ökotest oder Stiftung Warentest reinguckt, ist es ja fast so, je größer das Label, ich nenne jetzt keine, und je bekannter die Marke ist und je teurer die Cremes, die haben zwar unheimlich tolle Tiegel, aber die schneiden auch relativ schlecht ab bei den Inhaltsstoffen. Also klar, wenn ich da jetzt chemische Substanzen reinsetze, die ich persönlich nicht haben möchte, wirkt es vielleicht auch viel, weil ich mit chemischen Substanzen auch gewisse Wirkstoffe wieder in die Haut rein tunneln kann, nenne ich es mal. Aber auf lange Sicht ist das nicht gut. Okay, also Ökotest und Stiftung Warentest sind gute Adressen, um zu schauen, ja, welche Cremes keine unangenehmen Inhaltsstoffe enthalten. Ja. Also da sind wir auch bei so einem Thema, die jetzt nur anhand einer Testtabelle rauszusuchen, ist, glaube ich, auch ein erster Hinweis. Mhm. Aber wenn wir schon beim Thema Alterung sind, es ist einfach so, dass man unheimlich viele Menschen sieht, also wenn man morgens mal in der U-Bahn fährt, die einfach gar nicht die passende Hautpflege haben. Und ich glaube, damit geht das alles schon los. Also morgens sitzen mir Menschen gegenüber, die glänzen morgens schon wie eine Speckschwarte. Das heißt, da liegt einfach ein Ölfilm auf der Haut. Die Haut kann überhaupt nicht atmen. Andere Menschen, die haben, ich denke ja mal, dass die morgens geduscht und sich gepflegt haben, wenn sie jetzt auf dem Weg zur Arbeit sind. Die haben schon so eine ganz runzlige, trocken, schuppige Haut. Die haben offensichtlich zu wenig Fett in ihren Cremes drin. Und das ist natürlich auch irgendwas, wenn da so ein Fettüberschuss den ganzen Tag ist, die Haut kann nicht atmen. Mhm. Das führt zu Mitessern, das führt zu großen Poren. Also auch mal, wie eben schon die Mikronährstoffanalyse, mal zum Dermatologen zu gehen oder zu einer guten Kosmetikerin und einfach mal die Haut analysieren zu lassen, zu gucken, was braucht sie denn. Das ist, glaube ich, auch was, da tut man sich richtig viel Gutes mit. Und dann eben auch Pflegeprodukte auszuwählen, die gut zu meinem Hauttyp passen und ich der Haut eben alles zur Verfügung stellen kann, was sie braucht. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Besuch unseren Kanal, hier findest du viele weitere informative Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlass auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen über glückliches und gesundes Altern und auch gerne die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich freue mich, von dir zu hören und bis zum nächsten Video.